Gesponsert von CMC Markets. CMC Markets. Hier sind Trader zu Hause. Zu Gast im DAX-Check heute Petra von Kersenburg von der Commerzbank. Schönen guten Tag nach Frankfurt erstmal, Frau von Kersenburg. Ja, der DAX in den letzten Tagen wirklich ohne klare Richtung, klar seitwärts unterwegs. Hat sich am technischen Bild jetzt irgendwas verändert in der letzten Woche? Ob sich was verändert hat in den letzten Punkten, das wird sich heute noch herauskristallisieren. Es ist ganz klar, warten auf die FED. Und entsprechend macht auch der DAX diese Warteposition. Wir haben so einen leicht positiven Touch. Das übergeordnete Bild ist ja unverändert. Wir hatten eine normale Flagge nach unten beschleunigt. Die Supports waren verteidigt worden. Und dann haben wir also ein müdes Recovery, so eine Erholung, eine Stabilisierung eingeläutet. Man sieht es da, das Verkaufssignal war gut abgearbeitet. Die 9.000, 9.340 ungefähr haben gut gehalten. Jetzt haben wir so einen positiven Grundton, aber mehr auch nicht. Und jetzt kommt natürlich die Zinsentscheidung. Und die wird eben den Ausschlag geben, ob wir jetzt hier Gas nach oben geben und möglicherweise ein neues Kaufsignal generieren oder ob wir sagen, nein, es geht noch mal eine Etage zurück. Also glauben Sie wirklich, dass diese FED-Entscheidung jetzt in irgendeine Richtung ein technisches Signal auslösen wird? Da kann man von ausgehen, dass das im Moment so eine abwartende Haltung ist. Niemand möchte auf dem falschen Fuß erwischt werden, auch nicht aus technischer Sicht. Weil wenn ich mir anschaue, ungefähr 30% preisen die Futures ein, dass es zu einer Zinserhöhung kommt. Mit Blick auf die Analysten ist es quasi 50-50. Das heißt, der DAX ist in einer Lauer, in einer Warteposition. Letzte Woche hatten wir ja schon mal einen Versuch nach oben gestartet. Der war aber sozusagen gescheitert. Und jetzt wartet man einfach ab, ob Frau Yellen jetzt schon, vor allen Dingen, was sie dann auch sagt, ob sie jetzt schon handelt, da ist man jetzt einfach abwartend und das wird dann das Signal generieren und die Richtung auch geben, setzt sich die Erholung mit mehr Momentum fort oder machen wir doch nochmal eine Rückkehr, einen weiteren kleinen Rücksetzer oder auch einen größeren, wenn Frau Yellen enttäuscht, was ich nicht wirklich erwarte. Also als Anleger jetzt lieber nochmal draußen bleiben heute, abwarten, was Frau Yellen sagt und dann morgen mit einem klaren Signal lieber erst einsteigen. Das ist sicherlich eine gute Strategie. Dankeschön. Petra von Kersenburg von der Commerzbank. Schönen Tag Ihnen. Tschüss.